Das ist Spinat. Kennen Sie, klar. Aber das hier ist auch ein Spinatblatt und genau daraus wird jetzt ein Herz. Klingt unglaublich, oder? Wir haben es auch nicht glauben können, denn dieses Herz funktioniert tatsächlich. Es schlägt. Ob es demnächst Leben retten kann, das erfahren Sie jetzt. Denn dieses normale Spinatblatt soll tatsächlich zu menschlichem Herzgewebe werden. Ein Wunder, eine Revolution, nicht weniger als ein Stück Geschichte. Dieser geniale Kopf steckt dahinter, Glenn Goddett, ein Professor mit einer Mission und mit einer einmaligen Vision. Wir wussten nicht, ob es funktioniert. Wir haben nie gesagt, klar, das wird funktionieren. Was wir uns aber gefragt haben, gibt es denn einen Grund, warum es nicht funktionieren könnte? Jeden Tag seines Lebens im Labor stehen. Wer will das schon? Dieser Typ und sein Team. Und zwar mit nur einem Ziel. Menschenleben retten. Worcester, Massachusetts, USA. Wir sind auf dem Weg zu dem unglaublich klingenden Medizinprojekt. Hinter den Mauern des Worcester Polytechnic Institute soll sich alles abspielen. Und dieses Superbrain ist der Kopf des Ganzen, Glenn Goddett. Seine Mission? Herzinfarktpatienten helfen. Und das möglichst kostengünstig. Seit Anfang dieses Jahres ist er drauf und dran, in die Superheldenliga der Wissenschaftler aufzusteigen. Keine neuen Techniken, keine millionenschwere Forschung, nein! Sein Geheimrezept hat wahrscheinlich fast jeder zu Hause. Wir waren eines Tages bei der Mittagspause. Und wir wussten, wir brauchen ein Gerüst, bestehend aus Venen. Und ich schaute auf den Spinat auf dem Teller und sah, der hat gute Venen und dachte, Jesus, das könnte man versuchen. Puh, jetzt überlegt jeder noch mal kurz, was er heute beim Mittagessen gedacht hat. Glenns Gedanken waren ungefähr so. Ich züchte aus einem Spinatblatt menschliches Herzgewebe, eine Art Mini-Herz. Und das können wir dann einem Menschen bei einem Herzinfarkt implantieren. Ja, genau das sind die Gedanken eines Superheldenwissenschaftlers in der Pause. Wenn du ans Ende vom Stängel schaust, siehst du da ein kleines Loch. Genau da stecken wir eine Nadel rein, um unser Reinigungsmittel durchlaufen zu lassen, um die pflanzlichen Zellen loszuwerden. Stunden, Tage, Jahre opfert dieser Mann. Glenn weiß nicht, ob er am Ende der Held ist oder es lieber keinem erzählt, was er da getrieben hat. Ein Herz aus Spinat? Nur seine Studenten kennen den Plan und der geht auf. Das Geniale, sein Erfolg ist auch noch total leicht reproduzierbar und noch dazu mega günstig. Die Verwandlung eines Spinatblatts zum Herzwundermittel kostet nur wenige Euro. Das ist eigentlich nur Seife, STS genannt. Das ist der erste Schritt, um die Blätter zu reinigen. Danach verwenden wir ein etwas anderes Mittel, genannt Tri-X. Da geben wir Bleiche dazu, um die Blätter zu sterilisieren. Denn alle Pflanzenstoffe müssen aus dem Blatt raus. Glenns Studenten probieren schon lange an der richtigen Dosierung, um die Blätter auszuwaschen. Trial and error. Die richtige Mischung macht's. Wissenschaft ist wie Teamsport. Du musst zusammenarbeiten. Ich habe zum Glück tolle Studenten, die mit mir arbeiten. Die helfen mir viel. Und ich könnte das ohne sie nicht machen. Die machen eigentlich die meiste Arbeit. Sehr bescheiden, der Mann. Aber am Ende war es seine Idee. Kommt ja nicht jeden Tag einer drauf, ein Spinatblatt als Herzwundermittel zu verwenden. Das Blatt muss für den Einsatz komplett unbeschädigt sein und eine starke Venenstruktur aufweisen. Über eine Nadel leitet Glenn die Reinigungsflüssigkeiten in das Blatt. Das ist wahrscheinlich der sensibelste Schritt. Die Nadel ganz langsam einführen, damit sie nicht wieder rauskommt, sondern in der Struktur bleibt. Das gefällt mir ziemlich gut. Ragt überhaupt nicht mehr raus. Perfekt, drin im Blatt. Denn das Blatt muss ja von innen ausgewaschen werden. Wenn man's weiß, klingt's schon irgendwie logisch. Auf jeden Fall fisselige Handarbeit, das Ganze. Und jetzt ist alles fertig, um es an den Apparat zu hängen. Aufgepasst! So sieht das Spinatblatt jetzt noch aus. Gleich wird es kaum wiederzuerkennen sein,
Außer seinen Studenten hat Glenn lange keinem Kollegen erzählt, was er in seinem Labor so treibt, für den Fall, dass sich die Idee doch als kompletter Fail entpuppt. Es ist ziemlich ungewöhnlich, Spinat im Labor zu haben. Und vor allem aufgehängt mit Reinigungsmitteln in so einem Aufbau. Die Leute wussten nicht, was wir wirklich machen, und wir machten es still und heimlich, weil wir nicht wussten, ob es funktioniert. Normalerweise fließt Wasser durch die Venen des Blattes. Es reguliert dadurch seinen Wasserhaushalt. Aber da fließt jetzt das Reinigungsmittel durch. Das zerstört die Membran der Pflanzenzellen und schwemmt sie aus dem Blatt heraus. Als ihr es zum ersten Mal gemacht habt, warst du nervös, ob ihr erfolgreich sein werdet? Oh ja, sehr nervös. Aber wir probieren viele verschiedene Sachen aus. Und ein Vorsatz von uns im Labor ist, keine Angst vor Fehlern zu haben, sondern aus unseren Fehlern zu lernen. Scheitern ist okay. Klar, scheitern ist okay. Aber Glenn und sein Team sind nicht gescheitert. Tage später die erste Sensation. Ja, das ist noch immer das Spinatblatt. Sieht nur komplett anders aus. Wie durch ein Wunder löst sich die pflanzliche Zellstruktur und damit auch die grüne Farbe komplett auf. Soweit so gut. Jetzt bitte genau hinschauen, denn gleich wird sonnenklar, wie das Blatt funktioniert. Glenn schießt eine rote Flüssigkeit durch die Venen. Im menschlichen Körper leiten Arterien das Blut durch den Körper. Jetzt sind es die Blattvenen, die die Flüssigkeit durch das Blatt leiten. Nur wenn die Venen nicht verletzt sind, fließt die Flüssigkeit langsam durch jede einzelne Ader und tropft unten aus dem Blatt. Als wir das erste Mal rote Flüssigkeit durch die gereinigten Blätter gespritzt haben und wir gesehen haben, wie die Flüssigkeit durch das Blatt geht, da wussten wir, wir haben was. Das könnte ein großer Schritt im Bereich der Gewebezüchtung sein. Sieht wahnsinnig aus, ist aber doch nur die leere Hülle eines Blattes. Bis jetzt. Denn Glenn wäre nicht ein Superbrain, hätte er nicht auch dafür eine Lösung. Einmal Herzzellen draufsetzen, bitte. Bitte was? Ja, menschliche Herzzellen, die kommen jetzt auf die Blatthülle drauf. Dafür entnehmen die Wissenschaftler einem gesunden, erwachsenen Menschen Zellen. Dann folgt ein extrem aufwendiges Molekülverfahren. Vereinfacht, durch diese Herzzellen, die Glenn und seine Kollegen gleich auf das Blatt kultivieren, ja, das sagt man so als Wissenschaftsnerd, wird aus Spinat eine Art Mini-Herz. Und das kann Menschenleben retten. Liebe Leute, ein Spinatblatt aus dem Supermarkt ums Eck. Könnte man jetzt schon das Spinatblatt einem Menschen implantieren? In der Theorie ja, praktisch aber nein. Wir haben noch zu wenige Tests. Wir wissen, dass wir noch Jahre davon entfernt sind. Davor müssen wir sichergehen, dass der Körper es nicht abstößt. Doch dann wäre das Blatt ein wahrer Lebensretter. Denn bei einem Herzinfarkt sterben Herzmuskelzellen ab. Schuld ist in der Regel der akute Verschluss eines Herzkranzgefäßes. Wenn der Blutfluss nicht schnell wiederhergestellt wird, können ganze Teile des Herzens absterben. Solche Herzerkrankungen sind mit 47% aller Todesfälle in Europa die führende Todesursache. Glenns Blatt soll wie ein pumpendes Mini-Herz funktionieren und den Blutfluss an dieser Stelle sofort in Gang setzen. Anstatt einer Bypass-Operation, bei der eine neue Verbindung zwischen Anfang und Ende eines Verschlusses hergestellt wird. Der Vorteil von Glenns Spinatblatt? Wenn wir es genau an eine Arterie setzen, werden die Zellen sofort nach dem Implantieren mit Blut versorgt. Und man muss nicht tagelang warten, bis die Zellen wachsen. Einfach gesagt, das Spinatblatt würde sofort nach der Implantierung helfen und wäre so das ideale Mittel für spät erkannte Herzinfarkte. Wie geht es unserem Spinatherz? Ist es schon fertig? Ein paar Tage nachdem die Herzzellen kultiviert wurden, kommt der Knaller. Aufgepasst! Nur unter dem Mikroskop zu erkennen, aber eindeutig, es pocht. Wie ein Herz.
Wir sind sehr stolz darauf, was wir bis jetzt erreicht haben und hoffen, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Wenn man sich nur die Möglichkeiten vorstellt, mit Pflanzen menschliche Krankheiten zu heilen, da gibt es so viel, was man machen könnte. Hammer-Story. Superhelden im Labor. Glenn macht aus seiner Vision beim Mittagessen atemberaubende Realität und aus einem stinknormalen Spinatblatt menschliches Herzgewebe. Weil sie an ihre abgefahrene Idee geglaubt haben, wird Glenns Team vielleicht viele Leben retten. Ganz großes Kino.